Gott. Ja. Was soll man sagen? Willkommen zurück zu Let's Play Super Mario All-Stars plus Super Mario World. Ja, jetzt seht ihr es auch. Ich habe bereits Welt 2 abgeschlossen. Ich hatte wieder Probleme mit der Aufnahme. Was ist jetzt scheißegal. Ich mache Welt 2 nochmal und zwar mit Luigi. Warum Luigi? Ganz klar, das Spiel ist so für anscheinend für Luigi zugeschnitten. Denn Luigi kann höher springen. Er kann genauso schnell laufen wie Mario, glaube ich zumindest. Und ja, er ist eigentlich besser als Mario, wie wir eigentlich schon alle wissen, oder? Ich meine, wer mag denn nicht Luigi mehr als Mario? Luigi hat doch viel mehr Personality. Ja, okay. Um erstmal zum Wesentlichen zu kommen. Ja, ich... oh Gott, wie dumm ist das alles? Vor allem kenne ich diese... Moment, mir kommt dieses Level gar nicht bekannt vor, Leute. Ach, egal jetzt. Es war auch schon lange her. Genau lange her. Das ist das Stichwort. Ich weiß, ich habe mich 4 Wochen lang nicht gemeldet. Klar, ich meine, ist zwar ein bisschen blöd. Aber gleichzeitig muss man ja auch sagen, ja, ne. Ich glaube ja nicht, dass es jetzt irgendeinen interessiert, dass jetzt 4 Wochen lang keine Videos kommen, sonst würden auch nicht so wenig Kommentare kommen. Also, falls genug Kommentare kommen, werde ich natürlich auch was dazu sagen. Ansonsten, ja, gilt die Faustregel. Ich mache schon irgendwann wieder, wenn ich Lust habe und wenn ich Zeit habe und am besten beides. Natürlich mache ich nicht das eine oder das andere. Okay, erstes schon. Wenn ich wenig Zeit habe, mache ich eventuell Let's Plays, aber nicht, wenn ich wenig Lust habe. Das sollte euch gesagt sein. Gut. Oh, und ein Stern. Wer hätte das gedacht? Jetzt nicht Beeilung. Vorsicht. Gut, weil ich habe wieder vor kurzem Super Mario World Hack gespielt. Und ja, da war die Steuerung smoothly, wie wir wissen. Und oh mein Gott, geil, eine Ranke. Will diese Ranke. Ich hoffe, ich kann da noch hoch. Ja. Bonus. Es gibt wirklich Wolkenbonus-Level. Gab es die schon im Original? Egal. Wir sehen sogar einen Luigi-Kopf. Da haben sich die Entwickler doch viel Mühe gegeben. Ich frage mich, wie das im Original aussah. Da war gar kein Kopf. Nehme ich mal an. Und oh. Nee, ich will noch mehr Münzen. Komm schon. Leben sind hier das A und O. Auch wenn ich eigentlich vom Level direkt starten kann. Okay, das ist jetzt wirklich mal cool. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass das kommt. Und noch mehr! Ja, man hat den Schwierigkeitsgrad erhöht. Wie komme ich mich daran? Ich muss da reinspringen. Komm, Levelziel. Sieht aus wie der Levelanfang. Ah! Fliegenpilz, würde ich sagen. Ja, wir nennen ihn jetzt Fliegenpilz. Auch wenn er gar nicht so aussieht. Auch wenn der normale Pilz in den Fliegenpilz eigentlich aussieht. Oh, das ist einfach nur übertrieben, dieses Trampolin. Ah, gut. Man kommt auch genau richtig raus und daher kommt ein Leben. Ey, ich glaube, ich sammle hier einen Boni nach dem anderen. Ist heute mein Glückstag? Okay, das war Skill, kein missglücktes Glück. Ja. Ja, also wie gesagt, ich kenne die ganzen Level schon. Also wird da jetzt auch nichts mich großartig überraschen. Es gibt eine Stelle, die muss ich euch zeigen. Da habe ich, glaube ich... Ich glaube, die Aufnahme war am Ende 19 Minuten lang. Da saß ich wirklich... Ach, scheiße. Die ganze Zeit mit Mario dran. Ich wusste einfach nicht, wie ich darüber kommen soll. Und die Antwort war so einfach. Nimm Luigi. Mit Mario geht es nicht. Oder es geht vielleicht mit Mario. Da müsste man schon der Oberpro sein und Timing drauf haben wie kein anderer. Und naja, das bin ich eben nicht. Von daher... Uah, so. Das ist immer so eine... Ach, das ist so ein Aufwand. Wie gut, dass mein Controller ja eigentlich die Taste nach rechts... Also, mein Controller hat auch langsam Abnutzungserscheinungen. Und so kommt es, dass manchmal eine Steuerkreuz-Taste gedrückt bleibt. Und die ist natürlich in die rechte Richtung. Das heißt, Mario wird weitergehen, obwohl ich es nicht will. Und da ist was drin. Schon wieder ein Stern. Oh, ihr geizt ja echt nicht mit Sternen. Das soll Lost Levels sein? Das Lost Levels, was so schwer ist, was... in jedem Level einen Stern ausspuckt. Na, wir sind erst in der zweiten Welt und... Oh, nein, das war nicht der Sprung, den ich meine. Oder? Doch, das war der Sprung. Sorry. Scheiß drauf, wir haben jetzt schon verloren. Aber hier, ich habe ja gut reden. Ich meine, ich fange immer von der Welt, von dem Level an, wo ich sterbe. Ich denke mal, im Original war das nicht so. Oh Gott. Oh ja, wir werden trotzdem nicht 19 Minuten brauchen. Da bin ich ganz zuversichtlich. Nicht, wenn ich Fast Forward benutze. Nein, natürlich nicht. Fast Forward ist ja echt, eigentlich... Ah! Gehört Fast Forward nicht rein in so ein Let's Play.
Aber irgendwie, ich muss sagen, bei manchen Spielen hat das schon gewisse Vorzüge. Ich dachte immer, Pokémon wäre ein total unangebrachtes Spiel für eine Let's Play. Aber das stimmt gar nicht. Mit Fast Forward ist man echt, kann man sich einiges an Zeit ersparen, vor allem die Trainerkämpfe, die ja wirklich zu Hunderten später im Spiel vorkommen. Ja. Oder auch gerade so ganz langwierige Rollenspiele. Also, ja. Ein Rollenspiel spielt dann mit einer Fast-Forward-Taste. Das macht alles nicht so langweilig. Ich sag ja nur Lufia. So, komm, Pilz. Da. Sollte dieser Pilz nicht eigentlich giftig sein? Aber gut, darüber mache ich mir 15 Jahre zu spät Gedanken. Nein, 30 sogar. Gott, oh, seht ihr, ich meine, ich weiß nicht, ob jetzt da noch ein Camp. Nein, ich glaube, da käme kein Block, sonst hätte ich mit Mario nicht so Probleme. Und da kam ich aber nicht rüber irgendwie. Ich hätte nur mit Anlauf mit Mario rüberkommen können, aber Anlauf auf den Block und auf die Röhre, ohne von dem Piranha-Pflanzenteil erwischt zu werden, ist ein bisschen hardcorig. Oh, komm schon jetzt. Ich habe keine Lust, da vom Ziel zu verkacken. Ach, gut. Ja. Ich glaube, die ganze Welt spielt im Dunkeln. Exakt. Nein, immer mal eine kleine Andersheit. Also es hätte sein können, dass es genau dieselben Biomen sind wie in Super Mario Bros. Aber immerhin gab es dann doch kleine Abwandlungen. Ich sage ja nur New Super Mario Bros., wo die Biomen immer selbst verwendet werden. Ja, diese. Mir fällt auch auf, jetzt fliegen sie nicht oft von derselben Stelle, sonst sind die mal von links und rechts gekommen und das immer in einem gleichen Radius. Jetzt kommen sie von irgendwo im Bildschirm. Das ist tatsächlich mal eine Schwierigkeitserhöhung. Ach, Schwierigkeitsgraderhöhung. Und wie es weitergeht mit Let's Plays, ich glaube nicht, dass ich, okay, noch vor den Ferien viele Videos mache, aber danach. Shit. Ich wollte eigentlich diese umhauen. Okay. Aber danach werde ich versuchen, mal viele Videos zu machen. Ja, ich weiß, es sind Ferien und wer meinen Kanal aufmerksam verfolgt hat, was wohl keiner tut. wird wohl merken, dass gerade in den Ferien nie wirklich viele Videos kamen. Aber diesmal versuche ich mich gerade wegen Weihnachtsferien, na, doch anzustrengen, mehr rauszuhauen. Ja. Gut. Ach, und außerdem muss ich mal mit meinen Projekten fertig werden und außerdem habe ich auch noch andere Videos am Start, an denen ich zurzeit arbeite. Also immerhin kann man sagen, die Zeit, in der keine Videos von mir kamen, so habe ich doch an anderen Videos gearbeitet, die eben nicht Let's Play sind, sondern mal was etwas anderes. Oh Gott. Ja. Schaffe ich es auch mal, jedes einzelne Level, also mal eine Welt zu durchgehen, ohne gleich immer irgendwo mit einem Level Game Over zu gehen? Ich schätze nicht. Ich frage mich auch gerade echt, was für Nachteil hat denn Luigi in dem Spiel? Ich finde gar keine. Ich konnte ja Luigi in Super Mario Bros. 1 nicht nehmen, oder? Doch, müsste ich doch. Wenn ja, dann hätte ich ihn nehmen sollen. Ich glaube, dann wären einige Parts weniger gekommen. Mal ehrlich, viele Stellen hier sind echt nicht mehr so schwierig, wie sie sein sollten. Und kein Pilz in diesem Level, egal. Ah, so, geschafft. Dann können wir doch frohgemutes auf den Stoppknopf gleich drücken und wir haben unter 10 Minuten. But our prince, thank you, Luigi. But our princess is in another castle. Gut, oh, eine Schneewelt mit sehr, 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 sehr vielen Gegnern. Ich lasse mich noch einmal töten, dann können wir direkt weiter vorlegen. Und ey, guckt euch den mal an. Ich guckt euch das mal an. Ich habe die ganz kleine Nase herumgeführt. Ja, Level sieht schön aus, gut. Ja, ich wollte doch nur kurz mich umbringen lassen. Aber auf die coole Weise. Das Spiel soll sich schon Mühe geben. Ja, also, wir sehen uns im nächsten Part.